weiß, dass dieser Krieg keinen Sieger haben kann. Denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Tyrael versteht das nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ruhm des Kampfes. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern. Doch noch ist dieser Tag fern. Wuhu! Dann hab ich einfach so weggebrotet. Ja man, Schattenklone, man. Bram, Herr der Verrückten. Wo, was Brammen? Ach ja, das Gramm. Ich freue mich. Bram. Ach du Scheiße. Kampf. Hilfe, ich bin hier gerne. Bitte doch, Mann. Ich kann aber nicht tanken. Tanken oder denken, Mann? Denken und tanken. Kann man das überhaupt? Ja. Wenn du einen sexy Mönch spielst schon. Okay. Ich droppe auch nichts wegen deren, ne? Ich geh mal hier raus, ja. Das ist wirklich auch schwer. Ich selbst werde das Leben aus euren verfluchten Fleisch treiben. Ich droppe jetzt was. Ich droppe jetzt was. Und, na. No. Der droppt noch ein bisschen Gold, Mann. Genug Zorn. Ah, die Brüste kann ich brauchen. Was, die Brüste kannst du brauchen? Ah. Also. Ah. Asgard, aber du weißt, dass die Brüste in Skyfall physikalisch berechnet werden. Okay. Da ist aber, ich habe auch keine Edelsteine mehr. Noch wie bei der Torte, die Waffen dann. Oh. Jetzt lacht er sofort runter. Muss man haben? Aber ich habe schon so zwei Achievements, Mann. Oder ich habe so jemanden, der hat die. Ja. Aber nur diese zwei Achievements. Zillard, wo treibst du dich eigentlich schon wieder rum? Oh oh. Hilfe! Schilde des Todes, Mann! Verbrennt im Licht! Oh, 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 oh! Zillard, komm nicht zu mir her, du magst gar nicht in grünen Pfützen zu stehen, Mann. Du kennst ja noch die Geschichte. Du hast mich nicht wiederbelebt. Holy motherfucking shit. Moment mal, Foxy ist gestorben. Nein. Wegen ihrer Gegenstand. Oh, oh. Plan Dämonenfaust. Dämonenfaust, okay. Das ist die Faust von so einem Dämon, Mann. Es muss noch andere geben, die einen Ausdruck haben. Diese legendäre Gegenstände, der Popo geschoben. Engel und Dämonen, die sich von unserem Schicksal versklagen. Ich sag dir doch, er hat die Dings, er hat sich den Season Pass gekauft. Und so weiß ich, was? Ja, 50 Euro. Ja, von dir hat er auch 50 finden, Euro. Die des Krieges wo ist eigentlich der? Was war in die Stadt? Mein Vater stirbt. Du bist schon so weit vorgerat, dass man sich nicht mehr sieht. Kampf gegen die gleichen Feinde auszufechten, während alles zu Dämonenfaust. Mögen seine Siege auf einen Tag bestehen. Ein Jahr, vielleicht gar ein Jahrhundert. Bringt aber einen Scheißdreck, wenn ich das nicht mehr enden, solange er und seine Brüder uns anführen. Ein Ende ist möglich, aber Narren wie mein Vater sind nicht in der Lage, es zu sehen. Ja. Oh, echt? Stufe 61, Mann. Da bin ich lange 61. Nein, bitte gar nicht. Warte mal, ich hab neue Fähigkeit. Ach, du Bomber, den Mama. Hier geht's weiter.
Juhu! Ah. Wir noch einmal porten. Kommt da nicht der Endboss? Nö. Der kommt dann mal noch eine Ebene tiefer, meine ich. Ja, ich meine, ja, dann kommt der Endboss, oder nicht? Ja, irgendwie sowas. Schaffen wir den eigentlich? Ja, klar. Oder Foxy stirbt dann wieder instant, der explodiert dann. Ja, wie gesagt, also der ist ja eigentlich der stärkste Boss im gesamten Spiel. Nur Geduld. Du meinst der schwächste, Sein stärkste. Weil wir sind ja stärker. Egal wie hart du bist. Wir sind härter, deswegen. Wie ich starb. Du hast mein Schild und meinen Namen an dich genommen. Das Leben und der Tod jedes Kreuzritters, der je deinen Namen getragen hat, lebt in dir. Oha. Der Tod ich bin jetzt auf Drogen. Ist ein Teil dessen, was du bist. Nichts dann den wehtun, juhu! Das werde ich vorerst tun. Doch ich werde nicht zum Tod selbst werden. Wenn alles vorüber ist, werde ich diese Macht freisetzen. Unsere Wacht ich mache jetzt 64.000 Schaden. Bruder. Wir vertrauen den Kreuzzug. Und ich habe einen coolen Säbel. Cool, das bin ich der Kreuzzug in einer Person, Mann. So alle in einer. Oh. Ja, Emil. Wieso bist du der Kreuzzug, Mann? Weil ich voll der Kreuzzug bin. Ich bin so alle der Master Magier. Ich bin so alle Kreuzritter in einem. Und ich bin Jesus halt. Kannst aber nicht über Wasser laufen. Ja, das nicht. Das kommt noch. Das ist so ein DLC, weißt du? Okay. Ich nicht mache mich auch. Mach ja. Oh Scheiße. Oh. Könnten ja auch mal Crusader Kings 2 spielen. Wir könnten was? Crusader Kings 2 spielen. Das hab ich nicht. Was? Ach, du weißt so im Teamspeak, da sind so immer dubiose Links zum Runterladen. Zum was? Ich meine seriöse. Nur von seriösen Personen hochgeladen wurden. Ja, so wie diese komischen Bilder von anderen Leuten. Ja, die ganz besonderen Bilder. Oder vor allem, oder diese Präsentationen. Nicht genug Zorn. Ja, diese Präsentation. Weißt du noch, in Dings, in Spalters Raum, die Präsentation da. Ja. Ganz ehrlich, ich will nicht wissen, was sie da drauf bekommen hätten. Ich ohne Scheiß, ich hätte eine 4 gegeben oder eine 5. Ich hätte eine 6 gegeben. An sich die ganzen Dings, die Schreibfehler und so, der Text ist nicht die Norm gerecht. Da wäre der Elmar ausgerastet, Mann. Haben wir das Fox ja nicht mal erzählt? Nö. Ich bin gerade voll überrascht, was ihr da für Pornos immer seht. Bevor wir aber zu diesem Endboss kommen, müssen wir aber nochmal zum. Alter, lass mich doch hier durch, ich will zum Scheiß Endboss jetzt. Müssen wir aber kurz noch zur Stadt. Nein, ja. Ich kann jetzt durch. Ich muss mich aber leer machen. Entleeren. Achso, Foxy muss auf Toilette, ah. Nein, ich muss meine Taschen leer machen. Achso, der muss seine Taschen in den Mülleimer kippen, okay. Ja. Das ist dieser Scheißausgang. Jetzt still, renn doch nicht vor, Mann. Renn nicht vor, ich sehe den Ausgang. Hilfe! Hilfe! Ich bin der Gegner! Ich hab ihn gefunden! Nein! Hilfe! Ja, irgendwie falsch. Ich folge Asgard nie wieder. Da waren Gegner! Ja, da waren Gegner, da war ich gefallen. Ja, ich wollte, ich dachte, es wäre eine Abkürzung, Mann. Der Ausgang gefunden. Ey, hier ist Loot. Hier müssen wir richtig sein. Ein oh, hier liegt Geld. Oh, das Geld ist. Oh, oh. Wir gefühlt 10 Millionen Mal ein und derselbe Gegner. Mein Zorn reicht dafür nicht down, aus. Bitte. Wo ist der Schatzgoblin? Oh, shit. Oh shit. Aua. Mich gesnackt. Hast du wurde getötet? Die haben mich gesnackt, Mann. Nur Geduld. Habt ihr gegen. Ach, Foxy, das gegen.
meine Gegner gekämpft. Ich bin da abgehauen. Ich hab die da einfach alle gepullt. Hä, was? Die ganzen Gegner, die da rumstanden? Hä, gegen die kämpfe ich gerade noch. Ein Oberschatz-Goblin. Goblin. Brauchst du nicht, hab Goblin. Nein. Der hat vom Untergang gestorben, oder? Aua. Endlich sind die tot, Mann. Tötet diesen Schatzgoblin. Letztes Mal. Kein Platz mehr. Alter, ich hab noch nicht mal Platz für den Edelstein. Kommt ihr? Ich hab den Weg ja gefunden. Ich geh erstmal looten. Ey, verpiss dich von mir! Ich geh jetzt erstmal vielleicht verkaufen, Mann. Ich muss zurückkehren. Die tausend Sachen, die hier sind. Ruhe ich mir die noch kurz an. Gehe ich jetzt zur Stadt? Was denn? Drückst du mal kurz Stopp? Hm? Hast du deine Aufnahme gestoppt, Mann? Nein. Okay. Also, was braucht ihr? Wo sollte ich? Ja, keine Ahnung, weil du Stadt gegangen bist. Und irgendwas hätte gesagt, er möchte Gegenstände verkaufen. Ja, aber er hatte irgendwas mit gesagt, mit er macht Stopp, Mann. Nein, aber ich muss Stopp und dann kann er weitermachen. Weil sonst zu voll und so. Ich krieg auch keine guten Gegenstände, Waffen schmieden könnte oder so. Nee. Foxy braucht sowas nicht. Foxy ist mächtig genug. Foxy ist badass dafür. Während des dritten Anstoßes wurde ich niedergeschlagen. Jeder Mensch entstellt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte nicht gewusst, dass Dämonen Gefangene nehmen. Oh, ich mach 5000 Schaden. Ich vernahm einen Klang, doch war er mir fremd. Ich suchte Weisheit im Kelch, doch vergebens. Was? Meine Ausrüstung ist komplett unterschiedlich gefärbt? Und ich erkannte sie. Das nennt man Zufall. Nur Geduld. Doch woher? Hm. In Asgard. Das Asgard. Noch nicht bereit. Und weiter geht's. Kommt ihr jetzt? Ja. Noch nicht. Hunde sind aber böse. Oh, da ist Loot. Hilf mir aus, renn nicht weg. Oh, hier ist Loot. Ah. Jetzt machen wir Loot. Holy shit. Da ist Loot und der ist gut, Mann. Weil die meisten Gegenstände kann ich erst mit 60 nehmen. Welches Level bin ich und wo bin ich? Was ist denn für komische Symbol hier? Tore des Todes. Tore des Todes, Mama. Ganz ehrlich, also hier mit meinem Dämonenjäger, ich bin da die ganze Zeit nur immer mit diesem Dings, mit diesem Salto, bin ich die ganze Zeit immer nur da durchgerusht. Ja, was auch das Gebiet ist. Das ist viel zu lang. Ja, ich weiß. Und es hat noch mehrere Ebenen, das muss man machen. Und jetzt, wir machen jetzt den Endboss und dann ist es fertig. Wo ist der Mann? Hier. Ebene 3.
Aber hier ist aber auch noch Loot, Mann. Noch nicht bereit. Kommt jetzt. Oh, ach doch, es gibt eine dritte Ebene, aber die führt direkt zum Bossausgang. Ja, die führt einfach geradeaus oder so. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Das zum Thema, wir brauchen dafür 2 Stunden. Aber trotzdem 40 ein Part jetzt raus. Special Part 40 mit Micro. Der Seelenstein ist in Sanctuario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet der Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Okay, wie viel Leben hat er denn? Noch nicht. Oh nein, das wird lange dauern. Wobei. Ja, ich mach ein bisschen Schaden und dann geht das. Das End, eine Welt frei von allem. Okay, packen wir auf jetzt wird sehr kurz sein. Vielleicht kommt da noch eine coole Nuss. Das hast du ja alleine gesehen, ich hab noch keinen Schaden gemacht. Wow. Okay. Ihr seid erfüllt von der Macht des Todes. Ich stehe hinter euch, Jungs. Das wird euch nicht retten. Guck mal, da ist ein Seelenstein wieder da. Der hat kaputt gemacht. Und jetzt ist der Diablo. Irgendwie schon. Er ist jetzt auch sehr schlechter, der ist alles. Hat das er jetzt immer noch so wenig Leben oder hat er wieder voll? Das Asmodan, ne, der hat jetzt noch. Oh, scheiße. Noch nicht bereit. Na, Fox, der macht ihn doch entscheidend. Ein Schlag, aber der war doch. Oh mein Gott. Ich hab 100.000 Leben. Ich hab auch nur 39.000 Leben. Ich hab 88.000 Mann. Ja, das ist doch das Doppelte von mir. Ich hab Angst. Ich spreche jetzt alles aus, was da kommt. Oh. Ja, ich darf ihn wiederbeleben. Was ist denn? Ich hab einmal das noch, oder? Ich weiß gar nicht. Der Tod verschlingt alles. Hier gibt's auch kein Savepoint oder so, wo ich mich einfach sicher hinstellen kann. Der Safe Point ist gleich da, warte nur, jetzt ist er da. Bis dass der Tod uns scheidet. Er wird nicht tot? Cool. Nee, der zappelt jetzt noch ein bisschen und dann ist er tot. Boah, dann sind die Seelen doch alle frei. Oh, ich habe eine bedrohliche Lanze bekommen. Oh, und ich habe ein Schwert. Ich habe einen legendären Ring bekommen, ihr Ficker. Ich habe einen legendären Schwert bekommen, du. Alter. Der Wäldering ist jetzt nicht mega OP, sonst rass ich aus. Guck mal, ich hab voll das coole Schwert, Mann. Neandertal. Das ist meine Waffe. Sogar schlechter als meine. Ja, ich bin auch einer Magier. Die macht 50% weniger Schaden. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael hat ihn zerstört und sich Diablos Seele einverleibt. Dann wurde Diablo durch Maltaels Tod entfesselt. Er ist frei. Diablo 4 confirmed. Okay. Beenden. Guck mal in den Chat. Soll ich okay machen oder? Guck dir ja, den okay. Chat. Gewalt ist eine Lösung. Guck mal, da Moinsen. Was? Was? Oh fuck, was ist denn jetzt passiert? Zwischensequenz. Zwischensequenz, Mann. Ich war gerade im Chat, ich hab grad mit jemandem geschrieben. Endsequenz. Freude zu finden. Der Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Er hat den Tod besiegt. Die Schuld der Engel getilgt. Und die Menschheit gerettet.
In diesem Augenblick des Triumphes sah ich den Nephalem in einem neuen Licht. Er ist ein Held, der die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Ein Kreuzritter, der die Unschuldigen beschützt. Doch er ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird er widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder wird er unser Schicksal besiegeln? Er ist aufs Buch zugegangen, Mom. Ich würde es lieben, wenn man in Diablo 4 dann mal als, Ich bin Diablo 4 Diablo. Sie haben Diablo 3 erneut durchgespielt. Sie haben cool. Diablo 3 durchgespielt. Yay, ich hab's durchgespielt. Alt F4. Aber so, ich warte. Gut, die soll Credits lasse ich jetzt nicht durchlaufen. Aber soll ich die Credits jetzt so... Ja. Oder? Machen wir mal Plus und dann nochmal Plus und dann... So wie bei StarCraft, habe ich auch gemacht. Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich bei StarCraft 2 Wings of Liberty fertig war, kamen die Credits, habe ich beschleunigt, bin auf Toilette gegangen. Gut, das war dann Diablo. Genau. Lass mal die Credits durchlaufen. Optionen deinstallieren. Warum geht das nicht? Ihm geh weg. Also ich würde dann sagen, Leute. Installieren, da. Wir fahren jetzt nicht durch. Ja, deinstallieren. Gut. Dateien werden entfernt. Hey. Und wie fandet ihr das jetzt so? Außer dass wir ewig gebraucht haben, um das hier zu machen. Ja, das waren nur 40 Minuten. Das hätten wir auch mit dem alten Prozessor spielen können. Nein. Alter, und doch. Alter, ich hätte da beim Aufnehmen irgendwie 10 FPS gehabt, Mann. Ja, natürlich. Ist so. 10 FPS wäre nicht gerade Dateien entfernen. Wow. Aber die Heroes of the Storm hat ein Update, das heißt, Loki, du bist definitiv jetzt dabei. Was für ein Loki, Mann? Ich meine... Leoric. Leoric. Loki. Loki, hä? Wie der Text durchrast. Na. Alter, da braucht 10 Jahre dafür, das Kackding. Und ich muss es dann weg, das hat ziemlich zeitlich passend fertig gegangen. Das muss ich noch mit jemandem schreiben. Ja, das war alles getimt und so. Haben wir alles getimt. Ja. Dass ich gleich noch wunderbar irgendwas anderes aufnehmen kann. Pokémon oder so. Also, wie viele Leute haben denn damit gearbeitet? Alter. Echt jetzt? Ja, echt. Ja, ich will hier Patches. 8. Juli. Ja, 6. Scheiße. Bei meinem Zimmer ist sauber genug, glaube ich mal. Nein. Ich muss aber noch ein paar Sachen wegtun dann. Gut, dass alles noch in der Aufnahme ist. Ja. Ja, perfekt. Ich weiß gar nicht mal. Wir haben doch mal irgendwas aufgenommen, wo ich dann angefangen habe, mein Zimmer aufzuräumen oder so. Oder war das nicht im TS? Ich weiß es noch. Oder Zillort. Ja, irgendwas war da. Genau, das war ich, wir Dings mal aufgenommen haben. Ziff. Da habe ich angefangen, meinen Tisch zu putzen. Ja, genau, du warst da ja genau. Das war so langweilig, weil wir mal auf Snoopy warten mussten und dann habe ich eigentlich angefangen, meinen Tisch zu putzen. War ja grässlich, ja. 10 Stunden eine Runde. Wir brauchen da aber mehr Leute, um das Video zu spielen. Du musst doch besser besorgen. Bei eBay oder so. Ja, wir kaufen sie bei eBay. Ja, die Künstler holen immer noch. Naja, gut. Sag ich mal. Tschüss. Jo. Tschüss. Meine Sun Bros. Und bis zum nächsten Mal. Bei dir nur drauf. Mal. Genau. Ciao, ciao. Ciao.